Verehrte Damen, verehrte Herren und hochverehrte Angehörige aller weiteren rund 73 Geschlechter. Zunächst sehen Sie es ja nach, ich höre diese Sprache so gern. Ich höre den Stefan Potschka schon deswegen zu, weil ich diesen Klang mag. Aber ich kann ihn nicht. Und ich glaube, nichts ist peinlicher, als wenn man dann so zu tun versucht, als würde man es können. Insofern gestatten Sie mir, dass ich in Hochdeutsch spreche. Ich kriege das nicht hin. Das sei vorangestellt. Ja, liebe Freunde, am Aschermittwoch, so heißt es, ist alles vorbei. Und für manche stimmt das in diesem Jahr auch. Für Martin Schulz zum Beispiel. Schulz, dem Volk auch bekannt als der Wortbrecher aus Würselen. Vor nicht einmal einem Jahr, man stelle sich das vor, mit 100% der Stimmen, nordkoreanische Ergebnisse, zum Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten der SPD gewählt, hat es geschafft. Für ihn ist am Aschermittwoch tatsächlich vorbei, mit allem, was er anstrebte. Vorbei mit dem angestrebten Kanzleramt, vorbei ist der Parteivorsitz, vorbei ist es schließlich mit dem dann angestrebten Posten als Außenminister. Das immerhin bleibt uns erspart. Es bleiben ihm aber noch, und da hätten wir wirklich nichts dagegen, alle Chancen auf andere Positionen, zum Beispiel Dschungelkönig 2019. Das wäre dann was. Mein Kröten-Schlucken hat er nun schon mal reichlich geübt. Ja, da bietet sich das an. Oh, jetzt kommt der. Oh, das wird aber heftig hier. So, Dankeschön, vielen Dank. Und für seine Partei, die von mir immer sogenannten Spezialdemokraten, ist auch etwas vorbei. Es ist nämlich vorbei mit dem Dasein als Volkspartei. Also für die, nicht für uns. Ne? Ich weiß ja auch nicht, wer die 17% der Wähler sind. Oh, bei mir steht hier im Redeskript 17%, stimmt schon wieder nicht mehr. Ich korrigiere, 16,5% der Wähler sind. Das korrigiert sich wöchentlich nach unten derzeit. Wer also diese 16,5% der Wähler sind, die dieser Chaos-Truppe immer noch ihre Stimme zu geben bereit wären. Das müssen ganz besonders ausgeprägte Politmasochisten sein, liebe Freunde. Diese SPD nähert sich in einem atemberaubenden Tempo einer Situation, in der sie mehr Mitglieder als Wähler hat. Und viele eifrige Parteiobere arbeiten mit Feuereifer daran, das schon bald zu erreichen. Da ist zum Beispiel die schon angesprochene Andrea Nahles, von der sich sagen lässt, dass wenn sie redet, das einzig Gute daran ist, dass sie dann wenigstens nicht singt. Das hat sie nämlich im Bundestag auch schon getan und das war jenseits der aller Schwellen zur Peinlichkeit. Nun, wie auch immer, eine designierte Parteivorsitzende, deren filigrane, geradezu fein ziselierte Rhetorik sich in der feinsinnigen Ankündigung vollendet, Frau Ebner-Steiner hat sie eben schon angesprochen, der CDU künftig in die Fresse geben zu wollen. Und liebe Frau Ebner-Steiner, verzeihen Sie es mir, wir geben niemanden in die Fresse, das haben wir als AfDler gar nicht nötig. Sie werden im nächsten Landtag sitzen und da werden Sie eine bessere Politik machen als die CSU. Das ist der Job und das werden wir da tun, das werden Sie da tun. Der CDU, mithin jener Partei, auf die Fresse gehen, wie sie es nennt, mit der es ihr wenige Monate später gar nicht schnell genug gehen kann, ins warme Koalitionsbettchen zu rücken. Wer also kriegt nun, so frage ich mich, von Nahles in der Primitivität und Unbeholfenheit ihrer ganz eigenen Sprache in die Fresse? Komisch, irgendwie fällt mir da schon wieder der Name Schulz ein. Oder Ralf, gehen wir die mal durch, diese Granden. Da reicht der Vorname, oder? Im Volksmund auch bekannt als Pöbelralle Stegner. Der in der ihm eigenen Gewaltaffinität auf Twitter dazu aufgerufen hat, nicht nur die Positionen, sondern bitte sehr doch auch gleich das Personal der AfD zu attackieren. Ein Mann,
der aufpassen muss, dass er nach der nächsten Meinungsumfrage für seine Partei nicht über seine eigenen Mundwinkel stolpert. Weil das einfach nicht verbinden kann, dass die Menschen in unserem Land, gerade die viel zitierten kleinen Leute, die die SPD einmal vorgab zu vertreten, längst verstanden haben, wer sie seit Jahren verraten und verkauft hat. Mit der ganzen absurden Europa- und Euro-Rettungspolitik, wie mit der Öffnung der Grenzen für jedermann und einer Sozialpolitik Deluxe für Menschen aus aller Herren Länder, bei gleichzeitiger Vernachlässigung der wirklich Bedürftigen, die in diesem Land allein den Malus haben, Deutsche zu sein, meine Damen und Herren. Das macht die SPD. Stegner mal nicht einen weiteren Spezialdemokraten auf den Plan rufen, nämlich das zensuraffine Marsmännchen, der seit geraumer Zeit ungeniert und von keinerlei Rechtsstaatlichkeit angefochten sein Unwesen treibt, um der Meinungsfreiheit hierzulande den Garaus zu machen. Mein Team, und ich habe ein exzellentes Team, wir arbeiten tüchtig und die haben sich mal die Mühe gemacht und alte Tweets unseres Gesinnungsministers Heiko Maas durchgestöbert. Und siehe da, sie sind tatsächlich fündig geworden. In einem Tweet aus dem Jahre 2010 hat Heiko Maas Thilo Sarrazin als wörtlich Idioten bezeichnet. Das ist so ein typischer Angstbeißreflex, denn was Sarrazin schreibt, ist für heute gesurzen wie Maas, Stegner, Nahles und Co. ganz schnell nun, ich nenne es mal, überkomplex. Ich will heißen, das verstehen die einfach nicht. Und dann beißen sie halt schon mal um sich, das ist der typische Angstbeißreflex. Wie auch immer, mein Team und ein paar andere haben das dann mal als Tweet bei Twitter gemeldet, woraufhin dieser Tweet anschließend gelöscht wurde. Wir haben sozusagen Heiko Maas mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Heiko Maas ist an seinem eigenen Gesetz gescheitert. Eine schöne Pointe, im Fußball nennt man solche Leute Eigentorkönig, liebe Freunde. Und ist es ja nicht von ganz eigener, wie ich finde, höchst unfreiwilliger Komik, dass ausgerechnet dieser Gesinnungsgendarm Maas noch 2014 auf Twitter nach einem Treffen mit dem türkischen Justizminister Folgendes twitterte, Zitat, Sperren von Twitter und Facebook ist nicht unser Verständnis von Meinungsfreiheit. So. Das ist interessant. Es stellt sich da schon die Frage, ob es bei Vertretern dieser Partei eigentlich wesensimmanent ist, ständig das exakte Gegenteil dessen zu tun, was man sagt. Das scheint sich wie die ganze SPD zu ziehen. Schulz, Stegner, Nahles, Maas, eine einzige rote Freakshow, in etwa so glaubwürdig wie Pinocchio. Bei den Olympischen Spielen hätten die alle Chancen auf die Goldmedaille in Akrobatik. Gesinnungsakrobatik, das ist deren Stärke. Erst pöbelten sie gegen die Union, später bettelten sie bei der eigenen Parteibasis für eine Koalition mit dieser. Würdeloser geht es nun wirklich nicht mehr. Die heutigen Sozen, das war in früheren Zeiten mal anders, haben weniger Rückgrat als ein rotes Gummibärchen, liebe Freunde. Nun hätte man früher auch ganz selbstverständlich angenommen, eine derart desolate Verfassung der Sozialdemokraten, das müssen doch geradezu goldene Zeiten für die Unionsparteien sein. Die SPD völlig zu Recht bei deutlich unter 20%, die arbeiten an der Einstelligkeit, das schaffen die auch, ne? Da müssten CDU und CSU doch förmlich durch die Decke gehen, sollte man glauben. Doch wer so denkt, der kennt eben die Merkel-Seehofer-Union nicht. Die erreichbare Decke, die liegt heute auch für die Union bei gerade noch 30%. CDU, CSU und SPD liefern sich inzwischen ein durchaus spannendes Race to the Bottom. Wer kommt zuerst ganz unten an? Aktuell liegt die SPD vorne, kann man nicht übersehen. Aber die Union holt tüchtig auf. Das, was diese Parteien sich in der heutigen Lage als Regierung zu bilden anschicken, ernsthaft als GroKo, als große Koalition zu bezeichnen, ist da schon fast von Tragikomik. LOKO, das ist ein Wort, das ich geprägt habe, steht für Loser-Koalition, das trifft schon eher. Wahlweise
Weise könnte man auch angesichts der zentralen Akteure dieser Parteien von GRUKO, von Gruselkoalition sprechen. Ich frage Sie, wie komplett entkernt und orientierungslos müssen Unionsparteien eigentlich sein, die dieser SPD mit dem Personal und in der Verfassung, in der sich diese Partei befindet, zugleich das Finanzministerium, das Außenministerium und das Ministerium für Arbeit und Soziales für 4 Jahre zu überlassen bereit sind. Wie lässt sich so etwas überhaupt erklären? Na, fangen wir mit den Erklärungsversuchen mal an. Und fangen wir mal bei der CDU an. Und damit bei Mutti. Wie deren noch Vorsitzende und noch Bundeskanzlerin, man kann das nicht klar genug betonen, in den eigenen Reihen ja gerne genannt wird. Wobei es mir bis heute ein Rätsel ist, warum diese Frau Mutti genannt wird. Wessen Mutti? Ich gestehe, hier bin ich blank. Den Ehrentitel verstehe ich nicht. Für mich hat Frau Merkel eher etwas von einer Domina, die sadistische Praktiken fürs eigene Volk anbietet und sich dafür von den eigenen Hofschwanz, ich denke an Herrn Tauber, Herrn Altmaier, Herrn Kauder und ihresgleichen, vor lauter Ehrfurcht auch noch devot anhimmeln lässt. Schauen Sie sich doch mal so einen beliebigen CDU-Parteitag an. 60 bis 70 quälend lange Minuten schwadroniert diese Kanzlerdarstellerin ermüdend langweiliges Zeug herum. Große Teile des Publikums, Fernsehkameras haben das eingefangen, schlafen inzwischen ein. Was nicht weiter wundern darf, ist Merkel doch als Rednerin die personifizierte Schlaftablette par excellence, die in etwa das Temperament einer Wanderdüne ausstrahlt. Da nun aber auch die Wirkung von Schlaftabletten irgendwann nachlässt, wachen unsere Merkel-Höflinge nach ziemlich exakt 70 Minuten auf, also dann, wenn Merkel ihre quälend lange Rede beendet hat. Und da man ja der Domina gehorchen muss, folgt dann 11 Minuten lang andauernder Applaus. Da klatschen dann die Merkel-Lemminge wie die Duracell-Klatschhäfchen. Was für ein erbarmungswürdiger Angehörigkeit. Was für ein Niedergang einer einstmals großen konservativen Partei, die einmal von christlich-abendländischer Werthaltung geprägt war. Heute mutet das C im Namen von CDU und CSU doch nicht mehr als Symbol einer christlichen Grundhaltung an, sondern es liegt inzwischen eher die Vermutung nahe, dass dieses C inzwischen längst für die Halbmondsichel des Islam steht. Der gehört ja, Sie haben es eben bei Katja Kirchner Steiner gehört, ich sage dazu gleich auch noch ein paar Worte, wenn ich noch so dazu sprechen komme. Der Islam gehört ja für diese vorgeblich christliche Partei sowieso längst zu Deutschland, für die, nicht für uns, liebe Freunde. Und das klar zu sagen. Was also war, um auf die aktuelle Lage zu kommen, was war das Ziel der Merkel-Union in den Koalitionsverhandlungen? Wie es ihre Aufgabe wäre, konservative Positionen durchzusetzen? Suchen Sie auf den 177 Seiten Koalitionsvertrag, ich habe mir das angeschaut, einmal konservative Positionen. Sie werden feststellen, komplette Fehlanzeige. Freiheitliche Positionen, das Gegenteil finden Sie dort reichlich. Es ist der reine Staatsdirigismus, der dort zu finden ist. Patriotische Positionen, die wissen nicht, was mehr was Vaterlandsliebe ist. Nichts Konservatives, nichts Freiheitliches, nichts Patriotisches, alles nicht vorhanden. Wenn Sie das haben wollen, müssen Sie zur AfD kommen, da bekommen Sie das, bei der Union schon lange nicht mehr. Nun war das wohl auch gar nicht das Ziel. Nein, Merkel und die Iren hatten genau ein Ziel. Und sollte der Vertrag tatsächlich gebilligt und in Regierungspolitik umgesetzt werden, ich bin mal gespannt, ob das wirklich passiert, bin mir dessen keineswegs sicher, dann haben sie noch ein allerletztes Mal dieses Ziel erreicht. Das Ziel lautet ganz simpel, Machterhalt um jeden Preis. Dazu haben sie noch einen Koalitionsvertragsentwurf, Dreier, durch und durch sozialdemokratischer Parteien, und ich sage das mit Bedacht, Dreier durch und durch sozialdemokratischer Parteien, nämlich der SPD, der CDU und jawohl auch der CSU. Das sind alles drei heute sozialdemokratische Parteien. Ein Vertrag, der sich niemals mehr darum bemüht, einen irgendwie konservativ-freiheitlichen Anstrich zu vermitteln.
Warum also ist die ewige Raute trotz ihres offenkundigen politischen Totalversagens immer noch Kanzlerin dieses nicht ganz kleinen und ja wohl auch nicht ganz unbedeutenden Landes? Das lässt sich eigentlich nur mit den Alternativen des bisherigen Spektrums erklären. Was zwitschert denn jetzt hier? Ich ignoriere das. Sie fragen sich, welche Alternativen? Das frage ich mich auch. Die SPD, nur hat sie es ausgezwitschert. Die SPD hat Frau Merkel den doch gar nicht mehr zu toppenden Gefallen getan, Herrn Schulz gegen sie ins Rennen zu schicken. Mit dieser Drohung im Nacken wird dann selbst Frau Merkel noch zur Verheißung. Und also von da droht keine Gefahr. Und aus der eigenen Partei? Konkurrenz aus der Union selbst? Ja, wer denn? Vielleicht Seehofer? Okay, aus bayerischer Perspektive ist das eine Entsorgungsverheißung, die sich nun auf andere Weise auch ankündigt. Ja? Aber für Deutschland, der Heißlufthorst, das geht nun wirklich gar nicht. Und aus der CDU? Ja, wer böte sich da an? Wer denn? Die Flinten-Uschi vielleicht? Eine Flinten-Uschi, Sie wissen, eine Frau, die vorgibt, als Verteidigungsministerin die Bundeswehr zu führen, von der sich aber in Ernsthaft niemand so recht sicher ist, ob die weiß, welches Ende eines Kampfgewehres das Gefährliche ist. Ja? Eine Frau, die dieser Tage in den Irak reiste, um dort flächendeckend Hilfe der Bundeswehr für die irakische Armee anzubieten, dabei aber geflissentlich übersieht, dass Deutschland sich selbst inzwischen unter ihrer Führung nicht mehr angemessen zu verteidigen imstande ist. Doch wohl nicht im Ernst. Wir wollen im Irak weiterhin nicht mehr uns verteidigen. Wir müssen erst einmal wieder lernen, wie wir uns selber verteidigen. Das haben die nämlich alles kaputt gemacht. Verstehen Sie so langsam, warum Merkel noch Kanzlerin ist? Das sind die Alternativen, die fehlen. Wer dann? Ihnen fällt niemand in der CDU ein? Ich bin ehrlich, mir auch nicht. Vielleicht meinte Merkel ja genau das mit ihrem geflügelten Wort von der Alternativlosigkeit. Ihre eigene Partei so umfassend personell und inhaltlich zu entkernen, dass es zu ihrer erbarmungswürdig schlechten Arbeit in den eigenen Reihen nicht mal mehr eine Alternative gibt. So ist das wohl. Was ist in diesem Plan was schiefgegangen? Seit 2013 läuft da in diesem ganzen Plan was schief. Und was da schiefläuft aus deren Sicht, das sind wir. Ja. Denn seit 2013 entwickelte sich eben eine Alternative für Deutschland. Das ist unser Parteiname, der ist klug gewählt. Die anderen nicht auf dem Schirm hatten, auch Frau Merkel nicht, und die sie vergeblich zu ignorieren versuchten, bis es schließlich nicht mehr ging. Und diese Alternative, die sitzt inzwischen als stärkste Oppositionskraft im Deutschen Bundestag, sitzt aktuell in 14 und am Ende dieses Jahres 2018, ich garantiere es Ihnen allen, in allen 16 Landesparlamenten. Und hier erlaube ich mir, das jetzt zu überraschen, das darf einmalig sein, dieses eine, wirklich nur das eine und einzige Mal erlaube ich mir, einen Slogan des jüngsten Grünen-Parteitages zu zitieren, weil er auf unsere Lage so gut passt. Da hieß es nämlich, und das ist erst der Anfang. So ist es. Ja? Aber liebe Freunde, es ist Aschermittwoch. Wir sind in Bayern. Und noch dazu wird in Bayern dieses Jahr gewählt. Da kann ich nicht anders, und ich muss sagen, es ist mir eine fast schon grimmige Lust, mich heute hier ganz speziell mit der bayerischen Spielart der Union, sprich der CSU, auch etwas näher zu befassen. Einer Partei, die wirklich alle Rekorde darin hält, den größtmöglichen Widerspruch zwischen verbalem Auftreten und tatsächlichem politischen Wirken zu erreichen. Anders als die CDU, die sich diese Mühe erst gar nicht mehr macht, tut die CSU nämlich, und ganz besonders in jüngerer Zeit, gerne wieder so, als trete sie für konservative Werte und entsprechende politische Inhalte ein. Hat sie früher wirklich getan, die Zeiten sind lange vorbei. Ungekrönter Großmeister dieses Widerspruchs ist eben Horst Seehofer, im Volksmund deswegen gerne auch als Heißlufthorst bezeichnet. Applaus
das vor Augen führen. Der beklagte vor einiger Zeit im Zusammenhang mit der illegalen Massenmigration in unser Land hinein, völlig zu Recht, wörtliches Zitat, und empört, es herrscht das Unrecht, sagte Seehofer. Eine ja doch zutreffende, aber interessante Feststellung für den Vorsitzenden einer Partei, die in Berlin selbst mitregiert. Und eine folgenlose, denn wenn es so ist, dann müsste man entweder dieses zu Recht beklagte Unrecht als Regierungspartner ganz schnell abstellen oder man müsste die Koalition verlassen. Nicht von all dem haben die getan. Und nun wird er unübersehbar, weiß ja jeder, von seiner eigenen Partei weggelobt und ausgemustert, in Berlin womöglich sogar Innenminister. Und ich frage mich, was will er denn dann da machen? Sich weiter über das grassierende Unrecht beklagen? Sozusagen als härteste Opposition seiner selbst? Das muss man erstmal drauf haben. Das ist schon Jekyll and Hyde in höchster Vollendung, was der Mann da sagt. Die Union und gerade die CSU steht wie Angela Merkel schon lange für alles und nichts und zugleich immer auch für das Gegenteil davon. Was wird Seehofer in Berlin wohl tun? Nun, der Heißlufthorst, der kläfft ab und an mal, fordert etwa eine Obergrenze für Migranten, die dann aber natürlich gar keine ist. Und sobald es ein Leckerli von Angela gibt, legt sich der Horst wieder ins gemütliche Körbchen und ist wieder ruhig. Perfekte. Perfekte Konditionierung nennt sich dergleichen. Und das neueste Leckerli, um Horsti zu stillen, ist eben das Innenministerium. Eine Nummer kleiner ging es nicht. In Bayern freut man sich, verständlich, Seehofer wird nach Berlin entsorgt und erhält dort politisches Asyl. Servus, Horst. Servus. Um es klarzustellen, die irreführende konservative Rhetorik der CSU nützt nichts. Denn letztlich macht die CSU all das mit, was die Regierung, zu der sie nun mal gehört, zu verantworten hat. Die CSU ist eben kein konservatives bayerisches Korrektiv der Restunion. Sie ist vielmehr deren Abnickdackel, der ab und an ein bisschen knurrt, letztlich aber dem Frauchen folgt. Der erste Schritt zum selbstständigen Denken und Handeln besteht in der Weigerung zu abortieren. Und genau das haben Horst Seehofer und die Seien nun mal nicht drauf. Und das ist vor allen Dingen dann äußerst blöd, wenn das Frauchen Angela Merkel heißt. Um also großspurig konservative Politik anzukündigen und einen auf Recht und Ordnung zu mimen, brauchen Sie den Seehofer inzwischen auch gar nicht mehr. Dafür haben Sie jetzt zum Beispiel den Riesen noch Verkehrsminister Dobrindt. Neuerdings forderte Herr Dobrindt gar eine konservative Revolution. Ganz plötzlich, wo er merkt, dass es massiven, wirklich konservativen und patriotischen Gegenwind eben von uns, von der Bürgerpartei AfD gibt, bei der eine konservative Wende mehr ist als bloß wertloses Lippenbekenntnis, sondern gelebte Politik. Das markiert den Unterschied. Und ich weiß übrigens auch, woher Dobrindts plötzlicher Gesinnungswandel zur konservativen Wende kommt. Ich bin mal unbescheiden. Er kommt von mir. Ich habe das, was Dobrindt als konservative Revolution bezeichnet, übrigens ein gefährlicher, bei Lukas kontaminierter Begriff, ich weiß nicht, ob jemand das bewusst ist, das nur am Rande. Ich habe diese konservative Wende schon mehrfach sehr vernehmlich öffentlich eingefordert. Eingefordert, und ich bleibe dabei, dass wir wegkommen müssen von diesem links-grün versifften Deutschland der 68er Gerichtsfrage. Ein links-grün versifftes Deutschland, von dem nun der Dobrindt auch ganz plötzlich wegkommen möchte. Noch ist er ja Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Ich finde, er wäre ein prima Minister für Plagiatur. Das Plagiieren ist überhaupt offenkundig eine Spezialität der CSU. Sie plagiieren schamlos, das war ja klasse mit dem Wahlprogramm, gucken sich unser Wahlprogramm mal an und dann hören Sie mal CSU dran zu, was die fordern. Das können Sie eins zu eins aus unserem Wahlprogramm übernehmen. Die plagiieren schamlos alle Forderungen unseres Wahlprogramms und geben sie dann als ihre eigenen aus. Und dazu brauchen die gar nicht mehr den adretten Freiherrn zu Gutenberg. Das Plagiieren haben die inzwischen alle drauf in der CSU. Ja? Ich
Ja, ist der Haken an der Sache, dass das alles natürlich jeder Authentizität und Glaubwürdigkeit entbehrt. In Berlin und besonders in München fordern sie eine vermeintliche Obergrenze und eine Aussetzung des Familiennachzugs. Und in Brüssel und Straßburg, Georg Mayer und Harald Dimitri können das bestätigen, da stimmen sie dem exakten Gegenteil dessen geschlossen zu. Zu Hause wirbt die CSU damit, dass sie künftig die Flüchtlingsmigration einschränken will, durch eine angebliche Obergrenze von weiteren 220.000 Migranten pro Jahr. Das wird noch als Erfolg verkauft, bedeutet aber in Wirklichkeit den Zuzug einer kulturfremden Großstadt, etwa in der Größe von Mainz, Freiburg, Lübeck oder Erfurt. Hinzu kommt eine angebliche Einschränkung des Familiennachzugs auf 1.000 Personen pro Monat, jetzt ausgesetzt bis August. In Brüssel zeigen unsere tapferen Christsozialen dann ihr wahres Gesicht. Dort haben sie nämlich für eine Reform der sogenannten Dublin-Regeln gestimmt, wonach künftig das Land für das Verfahren eines Asylbewerbers zuständig sein soll, in dem bereits Angehörige des Bewerbers leben. Und das muss man sich dann doch mal vorstellen. Deutschland hat 2016 insgesamt 60% aller Asylverfahren in der EU durchgeführt. 60%. Wenn zukünftig also dasjenige Land zuständig ist, in dem schon Angehörige leben, dann kommen auch etwa 60% der nachziehenden Familienmitglieder nach Deutschland. Und dann wird Brüssel und Europarecht interessant, denn Brüssel, Europarecht steht nun mal drüber. Und dann möchte ich mal wissen, was mit unserer Obergrenze ist. Die tun in Brüssel das genaue Gegenteil von dem, was sie hier als Opium fürs Volk unter die Leute streuen. Das ist alles andere als glaubwürdig. Ich sage es Ihnen, ich sitze ja in diesem Europaparlament, Sie können das nachschauen. Diesem sogenannten Verfahren der Familienzusammenführung haben die Unionsparteien beide und die SPD natürlich sowieso in Brüssel im Ausschuss explizit und namentlich zugestimmt. Dass die Sozis damit kein Problem haben würden, war ja klar. Aber die Union, gerade die CSU, entpuppt sich hier doch mal wieder als eine pseudokonservative Blendgranate, die explizit noch mehr Familiennachzug nach Deutschland sogar zustimmt. Ich frage mich manchmal, was wohl Ihr Vater Franz Josef Strauß zu diesem Abstimmungsverhalten seiner Tochter Monika Hohlmeier im Europäischen Parlament gesagt hat. Das frage ich mich. Ja, haben die denn in der CSU gar keinen wirklich Aufrechten mehr in ihren Reihen? Kandidiert da denn nicht einer, der ein wahrhaft mutiger und konservativer Zeitgenosse ist? Für das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten? Nein, die haben Markus Söder. Söder, Katrin Ebner-Steiner hat es mir eben schon vorweggenommen, der sich schon 2012 sehr klar positionierte. Da sagte er auf einem Kulturfest der Erdogan-treuen Dietim-Gemeinde in Nürnberg ganz zeitgeistig wörtlich Folgendes, und ich zitiere das wörtlich. Markus Söder sagte da 2012, der Islam ist ein Bestandteil Bayerns. Das hat er exakt so gesagt. Das ist dann, liebe Freunde, doch wohl eher Mullah Söder als Markus Söder, oder? Den Bayern Recht und Ordnung versprechen, aber dann bei den Islamisten von DITIB sich anbietend, den Islam als Bestandteil Bayerns zu bezeichnen. Mullah Söder ist alles aber bestimmt kein konservativer Vertreter deutscher und bayerischer Interessen. Machen Sie sich das bewusst. Dass die CSU unter Söder oder unter wem auch immer als bayerisches Korrektiv der vergrünisierten und vollständig sozialdemokratisierten Merkel-Union wirken wird. Das hat sie in all den Merkel-Jahren nicht getan und es gibt überhaupt keinen Anlass dafür zu glauben, das täte sie in Zukunft. So viel zu denen, die uns gerne weiterhin regieren wollen, in Bayern wie im Bund. Was haben, darf ich das in Erinnerung rufen, nahezu alle sogenannten Experten eigentlich für die Zeit nach der Bundestagswahl prophezeit. Die AfD werde wohl, das war unisono das, was man hören konnte vor der Wahl, nie fehlte dabei das politisch korrekte Leider, wohl im Deutschen Bundestag sitzt. Spätestens dann und dort aber werde man feststellen, werde man sie stellen und man würde feststellen, dass sie sich ganz schnell selbst zerlegen. Kluge Experten, hochbezahlt, tolle Prognosen. Wie sieht die Situation eigentlich jetzt, 5 Monate später, aus? Wer zerlegt sich hier vor aller Augen komplett? Wer? Die AfD ist das nicht.
Die AfD, die leistet gute und konzentrierte Parlamentsarbeit und die ganze Republik, sogar die, die uns nicht mögen, nehmen wahr, dass es da nun wieder eine echte Opposition im Bundestag gibt. Und es werden wieder Parlamentsdebatten angeschaut, weil die da gute Arbeit machen. Ja? Das ist das, was wir erwähnen. Zerlegen tun sich die, die uns so gerne und so schnell wieder loswerden wollten. Und sie tun es in nie gesehener Gründlichkeit. Die filetieren sich geradezu. In ihrer heillosen Zerstrittenheit haben die Sozis, wie von uns verlangt, hundertfach begründet, Schulz' politische Laufbahn bereits beendet. Das ist ein schöner Erfolg. An dem haben wir auch unseren Anteil, wir haben da nämlich tüchtig dran mitgearbeitet, diesen Mann zu entlarven. Aber es steht noch eine weitere zentrale Wahlkampfforderung von uns aus, die sich die CDU-CSU nun endlich auch anschickt, uns und vor allem unserem überstrapazierten Land zu erfüllen. Diese Forderung steht kurz vor der Erfüllung, auch wenn die Betroffene sich noch sträubt und windet. Diese Forderung heißt und hieß schon immer, Merkel muss weg. Das ist nicht nur die Stimmung in diesem Festzelt hier, das ist mittlerweile die Stimmung in unserem Land. Und das wird sich sehr mal tun. Diese Forderung steht also auch dank unserer beharrlichen Arbeit kurz vor der Erfüllung. Halali, liebe CDU, da traut euch nur. Es kann doch gar nicht mehr schlimmer werden. Ihr braucht die Erneuerung mehr denn je und mit euren alten egomanen Schlachtpressern wie Merkel, Seehofer und Co. wird das nichts mehr. Ihr seid ja so schlecht, dass selbst desaströse politische Nischenanbieter wie Grüne, FDP und Linke mittlerweile etwas von eurer Konkursmasse abbekommen. Da sind wir inzwischen. Die Grünen, man stelle sich das mal vor. Während die Union in Person von Frau von der Leyen an der Aufgabe scheitert, unser Land verteidigungsfähig aufzustellen, gehen die Grünen doch noch einen Schritt weiter. Sie fragen sich nämlich, wozu überhaupt unser Land verteidigen und finden keinen Grund dafür. Die wollen Deutschland abschaffen und die bekennen sich auch ganz offen dazu. Deutschland, du mieses Stück Scheiße, wurde auf Demonstrationszügen skandiert, auf denen Claudia Roth, stellvertretende Bundestagspräsidentin, mitmarschiert ist. Als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Das ist, ja, Rot muss weg, allerdings. Diese grüne Politik, das ist Nationalmasochismus pur. Oder die Patentlösung zur Bekämpfung der Terrorproblematik von der grandiosen Katrin Göring-Eckardt. Ja, die ernsthaft sagt, und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, die hat gesagt, Willkommenskultur ist der beste Schutz vor Terroristen. Wenn die Hütte brennt, einfach noch mehr Benzin nachgießen. Das ist grüne Logik in diesem Land. Ja? Und dazu gehören für Frau Göring-Eckardt selbstverständlich auch weiterhin komplett offene Grenzen. Die hat vor einiger Zeit der nach oben offenen Skala ihrer dümmlichen Sprüche ein weiteres Highlight hinzugefügt. Da hat die doch ernsthaft gesagt, sie lehnt eine Abschottung der Grenzen ab. Und begründet das wie folgt. Schließlich sei sie in der DDR groß geworden und da wisse sie, was es heißt, eingesperrt zu sein. Sie merken, ich ringe um Ernsthaftigkeit. Im vollen Ernst hat sie gesagt, wir brauchen also keine Grenze, denn dann können wir hier nicht mehr raus. Ja? Und da frage ich mich schon, wer erklärt dieser offenkundig verwirrten Frau mal den Sinn einer Staatsgrenze? Ja? Solche Spitzenpolitiker braucht wahrlich keine Satiriker mehr. Mehr Realität.
Und nur am Rahmen, gerne, nur zu gerne lassen wir die Frau Göring-Eckardt ausreisen. Offene Grenzen und freie Ausreise für die Katrin, kein Problem. Und dann sollte ich auch gleich die Claudi mitnehmen und den Hofbräter Anton auch. Echte Befreiung. Ich will ja nicht sagen, dass die Grünen dumm sind, aber einige von ihnen haben schon ziemlich viel Pech beim Denken. Das Problem haben sie bei der Linken, um diese anderen Kleinparteien mal zu würdigen, nicht. Logisch denken können die bei der Linken durchaus. Das haben die beim Marxismus-Leninismus-Unterricht gelernt. Und Lösungen haben die bei der Linken auch. Totale Enteignung und konsequente Bestrafung jeder Leistungsorientierung. In sich komplett logisch für alle, die nichts schaffen wollen. Und die von anderer Leute Arbeit gut leben wollen. In Bayern gibt es solche Leute dankenswerterweise nahezu nicht. Das werden sie so lassen. Ja? Und dafür werden wir unseren Beitrag leisten. Die Bayern sind rechtschaffende und eben auch tüchtig schaffende Menschen. Die schaffen lieber selbst, als sich von anderer Leute Fleiß via Enteignung ernähren zu wollen. Gott sei Dank, und darum kriegen die Linken in Bayern auch keinen Fuß in die Tür. Und das wird tatsächlich auch immer so bleiben. Und dann ist da noch, in den Reigen kurz voll zu machen, die Christian-Lindner-Partei. Älteren Semestern vielleicht auch noch als FDP bekannt. Auch die wird hier nie wirklich erfolgreich sein. Die verfranzen sich gerade mal wieder in ihrer Taktik der Selbstdarstellung. Die stehen heute im Kern für alle 11 Minuten verliebt sich ein Liberaler in sich selbst. Flaches Marketing statt politischer Inhalte. Für einen wirklich freiheitlichen Menschen verböte es sich doch eigentlich von selbst, über eine Jamaika-Koalition mit den volksumerziehenden Grünen auch nur einen ernsthaften Gedanken zu verschwenden.